Diese Stadt hier, die haben wir eben erobert hier mit unserem Zulu beim Wettlauf um Afrika, beim Afrika-Szenario von Civilization 5. 1896 nach Christi Geburt sind wir. 40 Spielrunden haben wir noch vor der Brust. Und ja, ein schöner Erfolg, diese kleine Stadt zu erobern, im Binnenland gelegen, aber immerhin. Wir freuen uns doch eigentlich über jede Stadt, die wir erobern und über jeden Portugiesen, den wir ins Jenseits schicken, Tracina. Ja, das auf jeden Fall. Und hallo an alle Zuschauer. Ich bin ja schon echt mal gespannt, was sie uns jetzt in der nächsten Stadt entgegenzusetzen haben. Aber wir werden sie schon davon überzeugen, dass es nicht gut war, sich in unserem Land breit zu machen. Ich habe ein bisschen Schiss, dass das bald himmlische Heerscharen sind, die sich uns in den Weg stellen, dass vielleicht eine der Engel, die wir hier produzieren, indem wir halt so viele Portugiesen ins Wolkenreich transportieren, dass die eventuell wieder runterwechseln und an Seiten der Portugiesen dann mit dem Flammenschwert in der Hand sich uns in den Weg stellen. Das glaube ich nicht. Wir werden sie vorher noch zu unserem Glauben konvertieren lassen und dann passt das alles. Dann kommen sie höchstwahrscheinlich auf unsere Seite mit dem Flammenschwert. Das ist eine Frage, die wir noch gar nicht geklärt haben in diesem Let's Play. Woran wir eigentlich glauben? An Leopardenschurze? Ich hätte jetzt eher gedacht, dass wir zum Beispiel an Gaia denken. An die Mutter der Natur, der Erde. An die Mutter Erde glauben wir natürlich. Ja. Und an die Macht des Speeres, den wir dem Gegner zwischen die Rippen schieben. Genau. Daran auch. Ihr merkt es, Tracina, die jetzt die dritte Folge hintereinander schon als Gast mit dabei ist und Plural ist mein Start, ist sehr, sehr peinlich. Da erinnere mich dran, dass ich das nachher rausschneide, Tracy. Ja, werde ich. Das ist lieb. Wir beide sind auf jeden Fall mittlerweile im Berufsstand der Engelmacher. Ja. Wir haben den Job gewechselt. Ja. Wir produzieren jetzt fleißig Engel. Ein Begriff, der manchmal auch anders benutzt wird, aber ich glaube, hier ist das mal korrekt, so wie wir denn jetzt interpretieren hier. Ja, auf jeden Fall. In diesem düsteren Gewerbe, dem wir hier nachgehen. Mhm. Ja, eine Runde weiter und gucken, was wir hier an weiteren Schaden anrichten können. Kurzer Blick aus der Vogelperspektive oder zumindest von weit oben über unser Reich. Das hier ist der große Süden von Südafrika, die Ostküste, marschieren wir hoch mit unserem Zulu im Begriff, möglichst viele der Europäer rauszuwerfen vom schwarzen Kontinent. Gegen die Imperialisten sind wir im Kriege. Wir haben die Buren bereits vernichtet, die Engländer zumindest aus dem Süden vertrieben. Irgendwo im Norden sind sie noch, mit den Deutschen haben wir uns angelegt. Ganz viele portugiesische Städtchen hier im Westen, diverse Stadtstaaten im Norden, mit denen wir Schwierigkeit haben, Karawanen auszutauschen, Handelskarawanen, weil da so viele Barbaren sind, die diese Karawanen plündern. Und hier sind die Belgier, der furchtbare Herrscher Leopold II. Von Belgien hat da sein düsteres Kolonialreich errichtet. Das ist der Blick von weit oben. Und das hier rechts unten, das ist der Button für die nächste Runde. Oh, groß angekündigt. Der Bautrupp hätte gerne einen Befehl. Hier ist der... Warum ist der Bauhof schon fertig? Hier steht kein können hier keinen Bautrupp errichten, weil wir hier noch keine Stadt haben. Das ist kein eigenes Kulturgelände. Dann setzen wir mit dem eine Runde aus, weil hier ist ja ein Siedler, mit dem werden wir gleich hier eine Stadt gründen. Ja, dann soll er einfach mal eine Runde chillen und dann passt schon. Ich habe vergessen, Spoiler-Alarm zu schreien. Spoiler-Alarm? Jetzt wissen ja alle schon, dass wir in der nächsten Runde hier eine Stadt gründen werden. Dam, 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 dam. Oh, guck mal da. Oh, oh, oh. Sansibar hat uns den Krieg erklärt. Sansibar hat Menelik dem Dritten den Krieg erklärt. Das ist der magersüchtige Pharao von Ägypten. Weil die jetzt verbündet sind mit... Oh, wir werden angegriffen von Beira aus. Ja, dann wissen wir ja, da sollen wir uns nicht hinbewegen. Aber das haben wir ja weise Voraussicht schon so gemacht, weil der Schlangenwertkämpfer mehr aushält. Das war ein Menschenversuch, den wir gemacht haben. Wir wollten rauskriegen, oh, schau mal hier, Leopold II. Der Völkerschlechter aus Belgien möchte mit uns Botschaften austauschen. Nein, er hat uns beim letzten Mal so böse denunziert, mit dem handeln wir doch nicht. Den kann ich nicht leiden. Nö. Wenn ich könnte, würde ich jetzt mit dem Feuerzeug ihm seinen Rauschebart anzünden. Ja, auf jeden Fall. Das wäre doch ein erleuchtender Moment für ihn. Ja, und sehr warm. Ja. Das ist auf jeden Fall. Ah, da oben sind die Barbaren. Das ist ja interessant. Wir sind um vieles klüger geworden. Wir wissen jetzt, wo die Barbaren hier sind. Und das ist auch gut, dass die Aufmerksamkeit von uns abziehen.
Die Portugiesen wissen jetzt gar nicht, wohin mit ihren Truppen, ob die uns angreifen sollen oder lieber die Barbaren. Ich hoffe natürlich die Barbaren. Und wir sind klüger, weil wir jetzt wissen, dass eine Stadt durchaus leider, eine Stadt, die in der Ebene liegt, durchaus über einen Hügel hinwegfeuern kann. Auf eine andere Ebene. Aha, doof. Aber er kriegt ja noch ein Upgrade, dadurch, dass er so gut durchgehalten hat. Verteidigung gegen alle Fernangriffe wäre auch eine Möglichkeit übrigens. Ja, warum eigentlich nicht? Vielleicht werden wir ihn noch öfters mal einsetzen als Wall. Mhm. Da wäre das gar nicht mal so schlecht. Ja, hat er jetzt bekommen und damit er aushält, ziehe ich ihn mal, Moment mal, ich gebe uns erstmal das Geländeraster wieder. Ach, wir gucken erstmal, wie wir sonst alles noch befördern können. Hier in Pretoria. Büffelbrust, das sind diese Spezialbeförderungen, die nur wir bekommen können, die Zulu. Die werden möglich durch die Ikanda, durch diese spezielle Form der Kaserne, die nur wir Zulu nutzen können. Mhm. Gibt ganz tolle Fernangriffe und viele andere Köstlichkeiten. Klingt immer so wie ein Gericht, das man auf einem Teller serviert. Büffelbrust. Ja, wie auch immer, noch hier eine weitere Beförderung, die wir geben können. Dieser Impi hier, der hat, boah, der viele Beförderungen schon. Unfassbar viele. Wow, der ist ja total imbar. Mhm. Was ist denn dieser Speer? Was bringt der? Kampfstärke gegen berittene Einheiten. Habe ich noch viele gesehen auf Seiten der Portugiesen. Nee, wird, glaube ich, nicht so viel helfen. Verteidigung gegen alle Fernangriffe, ja. Guck mal, wir Schock machen 3. Schock. Mhm. Ja. Kampfstärke gegen... Wohl ausgerechnet, der steht jetzt da an diesem Hügelgelände da rum. Was haben wir sonst noch Feines? Sanitäter wäre verschenkt. Kampfstärke gegen Städte, das wäre schon wiederum interessanter. Obwohl, dafür haben wir ja die Tribocker. Ja. Also ich wäre jetzt eher für Schock 3, weil er eben schon so hochgelevelt ist in dem Bereich. Machen wir. Und das wäre jetzt ein Top-Argument, ihn hier angreifen zu lassen. Aber ausgerechnet, der steht halt direkt hier neben diesen total angeschlagenen Schützen auf diesem Hügelfeld. Aber Silva Porto kann da nicht angreifen, weil da ja ein Berg dazwischen ist. Mhm. Okay. Ja, also ich hoffe, von Silva Porto aus kann man ihn nicht angreifen. Ja, eigentlich dürfte das nicht gehen, weil da ja ein Berg ist und nicht nur ein Hügel. Denke ich eigentlich auch, aber das Programm überrascht uns ja mitunter. Ist dir mal was aufgefallen? Nein. Wir sind Zweiter, punktetechnisch. Mann! Das ist aber großartig. Jetzt haben wir nur noch Jules Grévy, den Franzosen, vor uns. Wir müssen feiern! Ja, wir lassen die Sektkorken knallen und werfen ein paar Speere. Ja, genau. Baden wir uns im Blut unserer Feinde. Oh ja. Ja, das ist ja wirklich gut. Wunderbar. Schön. Und dabei haben wir noch nicht mal die zwei Städte eingenommen. Langsam glaube ich, es könnte möglich sein, dass wir dieses Let's Play hier tatsächlich gewinnen. Ja, wenn es weiter so gut läuft. Ja. Auf jeden Fall. Punktetechnisch hängt nur noch der da vor uns. Könnte sein. Ja, und wenn wir dann... Erstens, wir gründen noch eine Stadt. Zweitens, wir nehmen vielleicht noch zwei Städte ein. Das gibt massig viel Punkte. Und das ist ja sehr, sehr, sehr viel Land auch noch. Mhm. Notfalls könnten wir auch noch irgendein Cheat-Tool auspacken. Da sind noch Möglichkeiten drin. Unbegrenzte Möglichkeiten hier bei den Zulu. In der Tat. Wunderbar. Jetzt wollen wir erstmal diesen Schützen hier umzingeln, denke ich mal. Ne? Von allen möglichen Seiten. Genau. Den ziehe ich hier hin. Den hier. Hier hin. Mhm. Hier ist ein General. General. Den könnten wir sogar hier hinziehen. Steht er genau in der Mitte. Über zwei Geländefelder weit gibt er ja einen Kampfbonus. Und jetzt sollten wir eigentlich... Das hier ist leider der Einzige, der den hier angreifen kann. Das hier ist ein Hügelfeld. Der hier hat 3 Punkte. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wir könnten hier hinziehen und dann von da hier rüberziehen. Ja, ich glaube, das wäre die bessere Wahl. Ziehen wir den hier hin, dann haben wir auch mal ein bisschen Blick hier. Oh, da hinten ist noch ein Schützengeschwächter. Ja. Aber egal, wenn wir jetzt den anderen platt machen, dann haben wir aber noch einen Bautrupp mehr. Ja. Wir sammeln Bautrupps. Ja. Andere Leute sammeln Briefmarken oder Ruhm und Ehre, wir sammeln Bautrupps. Ja. Den holen oder wir uns jetzt, die sammeln Kronkorken oder sowas. Genau. Was wir eigentlich auch machen könnten, was wir noch sagen können, die Leute, die Bauarbeiter, die wir dann auflösen, so wie es ja so umgangssprachlich genannt wird, die werden wir einfach verkaufen.
Auf dem Sklavenmarkt. Ja, genau, wir töten die ja nicht oder sonst was, so böse sind wir nicht. Nein, wir werden sie einfach schön weiterverkaufen und dann machen wir schön Money. Ja. Wir sind Gutmenschen. Wir töten unsere Bautrupps, unsere Zivilisten nicht, die wir gefangen nehmen, sondern verkaufen sie in die Sklaverei, weil wir so edelmütig sind. Genau. Wunderbar. Ja. Wir sind so toll. Ich hoffe, gibt es so Momente in diesem Let's Play, wo ich richtig froh bin, dass meine greise Mutter keinen Internetanschluss hat. Ja, Angriff. Ich würde erstmal sagen, genau der, der die meisten Punkte hat. Und der auch am weitesten wegsteht. Ist eigentlich der Flankenbonus dann stärker, wenn wir jetzt mit dem angreifen, der im Rücken des Gegners steht? Nee. Nein? Schade. Nee. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn das jetzt nochmal cool einen Bonus gegeben hätte. So okay? Jo. Das ist der mit den super vielen Boni. Mhm. Guck dir erstmal an. Plus 15, plus 70% durch Flankierung. Wow. Angriff offenes Gelände. Aber Moment, warte mal. Nimm mal den unten. Genau, den da. Hat der auch 70? Nee, guck mal, der hat nur 60 Flankierung. Mhm. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass wir dem im Rücken stehen, dass wir da 10 Punkte mehr pumpen. Das ist nur dieses grafische Modell, dass es so aussieht. Das gibt es bei Civ nicht. Schade. Ja. Wäre aber schön anzusehen gewesen. Wäre hübsch. Angriff im offenen Gelände, plus 65% dank dir. Mhm. Du hast drauf bestanden. Ja. Schock 3 hieß das, glaube ich, oder? Genau, Schock 3. Dann schocken wir mal unseren Gegner. Auf geht's. Wunderbar. Dreschig. Jetzt sollten wir den hierdurch auch erwischen. Allein schon mit dem ersten Angriff schon. Mhm. Der gibt uns den entscheidenden Vorsprung. Aber wie gut, dass wir den Flankierungsbonus so genutzt haben, die umzingelt haben und den General und so, weil sonst hätten wir es in dieser Runde eventuell nicht geschafft mit diesem letzten Angriff. Wir sind ganz knapp rübergekommen. Das sind zähe Brocken. Ja. Aber hast du es gerade mal gesehen? Der Gegner ist gerade synchron umgefallen. Oh. Echt? Wahrscheinlich haben die irgendwie mal Ballett oder sowas gemacht. So sterbender Schwan, weißt du, so synchron. Vielleicht sind die auch gedrillt bei ihrer Ausbildung im Synchronsterben. Ja, kann auch sein, ja. Mhm. Wenn ihr sterbt, dann sterbt ihr synchron. Ja, aus ästhetischen Gesichtspunkten. Gemeinsames Marschieren selbst bis in den Tod. Genau. Dieser Impi in Pretoria gammelt deiner Gegend. Ach, guck mal hier. Wir können in Port Elizabeth auch was angreifen. Nämlich hier. Diese Fregatte. Ja, die haben wir schon mit Kapstadt angegriffen. Die kriegt jetzt so immer schön ihr Fett weg. Genau. So, wo geht's weiter? Hier dieser Impi in Pretoria, den hatten wir da hingeschickt, um Pretoria zu verteidigen. Und daraufhin sind alle portugiesischen Schützen Richtung Norden geflohen. Naja, wir haben... Ist ja gut gemeint. Wir haben lieber sicher gehen als auf Risiko. Vielleicht hat dieser Impi auch irgendwie so eine unsichtbare Spezialeigenschaft, so ein Boni, dass er besonders hässlich ist, vielleicht viele Narben im Gesicht hat und die Gegner deshalb Reis ausnehmen. Ja, oder er hat eine Kremasse geschnitten und hat die so erschreckt, dass sie gesagt haben, oh, wir müssen weg. Oder besonders unangenehm Körpergeruch oder was auch immer. Ja, ja. Mhm. Vielleicht tragen ja auch die Impis, ja, die sehr hässlich sind, solche Fratzenmasken. Das könnte sein. Hm. So, dann würde ich sagen, dass wir unseren Fratzen-Impi da mal hochschicken zur nächsten Stadteroberung. Ja, einfach Richtung Norden. Ratzap. Genau. Hoch mit dir. Immer schön hoch. Ja, jetzt frage ich mich ja doch, was hier passiert ist. Deutschland ist jetzt mit Sansibar verbündet. Aha. Und deshalb hat jetzt Sansibar, wir sind anscheinend mit den Deutschen immer noch im Krieg. Das hatte ich glatt vergessen gehabt. Gucken wir mal in die Diplomatieübersicht. Wie sieht das denn hier aus mit Bismarck? Sind wir immer noch im Krieg? Steht da. Warum sind wir mit dem im Krieg und lohnt sich das noch? Wie viel steht? Ich meine, er hat ja jetzt dieses, wie heißt es? Swakopmund? Das ist von Swakop aus, von dem Fluss Swakop, hat Piero Parkermann nachgeschlagen. Und der fließt hier halt, der mündet hier halt, der ist nicht eingezeichnet, aber der ist da, mündet hier in den Atlantik. Sieht aber aus, als ob das eine sehr gute Produktionsstadt ist. Ja, aber es sind so viele Hügel hier und man braucht so ewig über diese Hügel, bis man darüber gezockelt ist. Ja, ja. Ey, dann würde ich sagen, machen wir Frieden mit dem. Ja. Dann ist Sansibar auch wieder mit uns cool. Er ist auch bereit, im Prinzip. Ey, wunderbar. Mhm.
Das hieße auch Frieden mit Sansibar. Mhm. Welcher Handel kann diesen Konflikt beenden? Vielleicht bietet er uns ja auch... Oh, Gold an. Oh, ein Goldbund. Ja, Mann. Echt super. Echt großartig. So gnädig. Vielleicht einfach nur seine Botschaft. Nicht unsere, sondern seine. Und dann stattdessen verzichten wir auf das Gold. Und dann gucken wir mal. Dann guck mal, der hat 147 Gold pro Runde. Ey, wir könnten den ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. Ja, aber echt, das ist ja ein bisschen... Ein Gold pro Runde, was ist das? Ey, was ist wenigstens das für ein 10 Gold wenigstens, ja. Das ist echt peinlich irgendwie. Da musst du, wenn du jetzt 3 willst, dann musst du auf Annehmen klicken. Und dann siehst du ja, ob er es nimmt oder nicht. Nee, also man fragt ihn dann und dann korrigiert er das. Er korrigiert das immer, aber lass mal die 5 oder lass mal so. Und dann gehst du mal auf Vorschlagen. Nee, Vorschlagen. Und dann sagt er schon, ob er ja oder nein. Und dann kannst du jetzt immer noch runtergehen. Du kannst vielleicht etwas mehr rausholen, wenn du auf Vorschlagen klickst. Bei Handel sagt er immer... Naja. Also einen gibt er uns. Lieber Botschaft oder Gold? Hätte er die Botschaft gemacht? Ich glaube auch nicht. Nee, er besteht drauf, uns ein... Das ist ein Geizkragen. Ja, komm, nimm mal die Botschaft und geh mal auf Vorschlagen. Vielleicht macht das ja doch nur auf Vorschlagen. Siehst du? Oh. Mhm. Oho. Ja. Wieder was dazugelernt. Unglaublich. Und ich dachte, ich würde Ziff in- und auswendig kennen. Vielleicht können wir ihm sogar irgendwas noch verkaufen, unserem neuen Freund hier. Du hast ein Level-Up im diplomatischen Geschick bekommen. Dank dir. Du hast mich aufgelevelt. Hier, Frieden mit Bismarck. Sehr schön. Sansibar immer noch im Krieg? Das ist vielleicht dann erst... wir müssen, glaube ich, mit denen separat dann noch Frieden schließen. Wollen wir mal gucken gehen hier. Sansibar? Ja. Nee, oder? Status neutral. Okay, dann wird das in der nächsten Runde ist es dann vielleicht dann nochmal angekündigt. Hier, ihr habt jetzt auch Frieden. Ja, da haben die Entwickler, glaube ich, einfach vergessen, diesen Button aufploppen zu lassen, dass wir jetzt mit denen wieder Frieden haben. Oder das passiert halt nach dem Rundenwechsel, stimmt. Genau, ja. Sehr schön, damit haben wir das auch erledigt. Ja, fein. Und dann können wir jetzt weiter vorrücken. Dann können wir auch unsere Truppen ja komplett abziehen. Wir wissen ja, vom Westen kommt nichts mehr. Ja, zum Beispiel den Tribok. Oder sollen wir zuerst mal unsere Stadt gründen, unsere neue? Oh ja, unbedingt, natürlich. Das muss sein hier. Wie nennen wir die eigentlich? Habt ihr die bisher immer selber benannt? Ja, wir haben gerne so hübsche Namen verteilt wie Zulu's Pride oder wie Silly Sheep, weil ja Schafe in der Nähe sind. Mhm. Sweet Silk. Was ist denn hier in der Nähe von der Stadt? Irgendwas Hübsches. Was gibt's denn hier? Wein. Ja, Wein haben wir oben auch. Mhm. Also nicht sowas wie Wein und Weib zum Beispiel. Angesichts der Tatsache, dass wir diese Stadt gründen, während du jetzt dabei bist und Wein trinkst. Wir könnten sie ja unserer Göttin widmen, Gaia. Achso, ich hatte einen Moment gedacht, du hättest jetzt über dich gerade gesprochen. Nein. Dann wäre mir ein Zitronenlächeln ins Gesicht gekommen. Gaia. Mhm. Du glaubst wirklich, dass die Zulu an Gaia glauben? Ja. Ich glaube ja, dass nicht die ganz taffen Macho-Zulu-Impi-Krieger, dass die an die Gaia glauben, sondern nur die kleinere Minderheit von Zulu-Kriegern, die es aber in jedem Volk gibt, die auch etwas zarter beseitet sind. Und deshalb wäre mein Vorschlag Gaia's Gaze. Gaia's Gaze. Ja. Die Schwulenfraktion der Zulu. Ja, ich wollte auch gerade schon sagen, okay. Gaia's Gaze. Naja, dann ist es ein Teil von mir und ein Teil von dir, von der Kreativität. Ja. Alles klar. Gaia's so könnte man es machen. Ich interpretiere das jetzt so, dass du Gaia anbietest und ich anscheinend Minderheiten Neigung ist okay. Okay. Gaia's Gaze. Ja, super. Hört sich super an. Glaubst du, dass der Name unseren Gegnern sehr viel Furcht einflößt? Sagen wir mal so, er wird sie erstmal verwirren und das wird dann unsere Situation verbessern, weil wir dann zuschlagen können und ihre Verwirrtheit ausnutzen können. Genau. Und ich glaube, damit werden wir auch ein Zeichen setzen in der Welt dafür, dass wir Zulu, dass wir eine Kulturnation sind. Dass wir sind weltoffen. Genau. Dass hier quasi über unserem Reich nicht nur die Totenkopfflagge weht, sondern die Regenbogenfarben. Genau. Regenbogenfarben und da drauf ist der Totenkopf. So ist das. Gaia's Gaze. Gefällt mir gut. Ja. Okay. Und jetzt alles Richtung Norden hier.
um die anderen Herrschaften hier ein bisschen zu massakrieren. Genau, mal ein bisschen aufräumen. Gaia's Gaze. Frühjahrsputz. Die sind aber sehr, sehr tüchtig, unsere Schulen mit Zulu hier. Die haben gleich ganz viele Städte, ganz viele Gebäude hier, ganz viele Gebäude bei der Gründung der Stadt schon errichtet. Mhm, Aquädukt. Ikanda, die Kaserne. Kolosse. Kolosseum. Wow, Kornspeicher, nice. Monument, Werkstatt, Markt. Fantastisch, gefällt mir gut. Ja. Frage, willst du auf Produktionsfokus gehen oder bleibst du immer auf Standardfokus? Ich bleib faul, wie ich bin, immer auf Standard. Okay. Aber wir können auch wir sind ja relativ fortgeschritten hier. 10 ja. Runden würde es bis zum, also es sind ja nur noch 39 Runden zu spielen. Ja. Insofern wäre das eigentlich naheliegend, ne? Ja, Stagnation ist dann auch wieder doof. Aber wenn der eine Bauernhof fertig ist, dann wachsen die auch wenigstens ein kleines bisschen. Ja, wir könnten uns jetzt was aussuchen. Möchtest du hier auch eine Militärproduktionsstätte machen? Oder sollen wir hier dann die Karawanen rauspushen? Das könnten wir machen. Weil dann könnten wir einen Karawanenhof bauen. Ach so, oder von hier aus die Karawanen. Ach so, ich dachte nur die Karawanen bauen, die dann woanders hinschicken. Können wir auch machen. Das ist ja, wir sind zu weit hier im Herz unseres Reiches, als dass wir von hier aus viele Karawanen wegschicken könnten. Das reicht von der Reichweite aus nicht. Ja. Oder wir können ja erstmal eine Wassermühle bauen, weil die bringt noch mehr Produktion. Das könnten wir machen. Bringt nur eine immerhin, aber eine Produktion und zwei Nahrung. Hier mache ich mal eine Werkstatt hin. Zwei, ne? Genau. Und du meinst Wassermühle? Ja, weil dann haben wir von beiden was. Oder Karawanen in Endlosschleife. Gibt's das hier? Es gibt ja, glaube ich, gar keine Endlosschleifen. Nee, du kannst sie aber in die Liste reinsetzen. 39 Runden noch zu spielen. Auf Nahrung gehen wir hier ja gar nicht unbedingt. Nur ein plus ein Produktion, sondern nicht wirklich hier einfach. Alles klar, komm. Karawane? Und dann, genau, Liste ist an und dann haust du eben noch. Erstmal zwei. Genau. Dann gucken wir weiter. Wir bauen ja noch woanders, glaube ich, eine Karawane, ne? Ja. Dann heißt, wir haben dann vier. Dann können wir sowieso nur noch eine bauen. Ja. Und hier können wir jetzt, Moment mal. So viele Bauernhöfe brauchen wir ja gar nicht. Mit dem könnten wir hier hinziehen und eine Mine bauen. Und hoffen, dass da kein Portugiese von Norden kommt über diese Eisenbahnlinie. Aber wir haben ja Bautrupps ohne Ende. Ja, wenn er den nimmt, mein Gott. Soll er doch. Ja. Weißt du, was wir auch machen könnten? Entschuldigung. Wir könnten auch Geländefelder dazu kaufen hier. Ja. Ein bisschen Geld haben wir ja auch auf Kante. Hier. Genau. Die Zitronen. Ach, hier die natürlich. Hier. Du könntest auch gucken, dass du die. Obwohl, warte mal. Kannst du die Elefanten auch kaufen? Nein. Noch? Nee, nee. Die dann müsstest du erst ein anderes Feld kaufen und dann konntest du hin. 1, 2, 3. Doch, du müsstest hinkommen. Wenn du jetzt den Bauernhof kaufst für 85, dann solltest du die Elefanten kaufen können. Eigentlich, ja. Weil du kannst ja immer 3 Geländefelder um die Stadt herum kannst du dann noch kaufen. Sehr schön. Sollen das hier noch dazu kaufen? Ja, dann ist unser Reich auch verbunden. Wunderbar. Rein theoretisch könnten wir sogar uns das hier noch holen. Ja, jetzt sind wir auf -2, was Gold angeht. Und das wird dann hier +3. Das ist ja dieses Wein, aber nur wenn es bewirtschaftet wird. Ja, dann müssen wir es aber auch bewirtschaften, ja. Hier haben wir auch einen Wein. Jetzt gehen wir erstmal zurück und gucken mal, wie die KI jetzt die Bürger verteilt hat. Das können wir auch selber machen. Das ist klug, das ist klug, das ist klug. Dann nehmen wir den hier wieder raus. Und er landet dann hier auf der Mine. Dann würde ich sogar sagen, ich mache mal den Standardfokus an. Wenn wir den jetzt noch dazu holen, könnten wir den Bürger hier einsetzen oder da. Nee, das andere bringt mehr Gold. Ein mehr Gold. Oder hier, guck mal. Schau mal. Ja. Auf dem Elefanten. Alles klar so? Ja. Wunderbar. Gut. Sehr schön. Jetzt haben wir auch alle Felder, die wir gekauft haben, auch bewirtschaftet. Und haben keins gekauft, das wir nicht bewirtschaften würden. Alles bestens. Einer benötigt Befehle. Ja, wir wollen ja alle Richtung Osten schicken hier, ne? Genau. So viele wie möglich. Der geht erstmal zurück
der muss sich ausheilen. Mhm. Ich gehe mal von Norden nach Süden vor. Der hier, der kann da ruhig ausheilen. Der heilt da schon aus. Den ziehen wir hier hin, dann kann der da ausheilen. Den General würde ich dann jetzt auch mal weiterziehen. Der auf den Pelzen steht. Mhm. Ah, das ist ja riskant. Erst, wenn dann auf eine Einheit würde ich ihn stellen, nicht, dass er dann geklaut wird. Ich lasse ihn da mal... Da ist doch eine Einheit im Wald. Kannst du ihn nicht dahin ziehen? Ja, da kann er auch angegriffen. Ja, doch, könnte ich machen. Ja, aber der nutzt er ja wenig. Ich hätte ihn lieber irgendwo hier weiter unten. Dann müsstest du ihn weiter runterziehen, ja. Ich das glaub, stimmt. Da ziehe ich ihn erstmal. Der kann ja eigentlich... Oh, hier stehen überall diese doofen Bautrupps rum. Dann nimm doch einfach deinen Impi-Krieger und zieh den zurück. Ich mach das so und dann ziehen wir den in der nächsten Runde wieder zurück, den Bautrupp. Vielleicht haben wir auch Glück und der Bautrupp wird angegriffen, anstatt unser Langschwertkämpfer. Mhm. Die Tribocke müssen natürlich nach vorne. Mhm. So. Und so. Yep. Und... Kommt er auf das Pferdefeld? So, genau. Dann den Impi-Krieger aus Gaia's Gaze noch hoch. Der ist ja ausgeheilt. Sehr gut. Dann gehen wir mal die... Guck mal hier mal, fahren wir mal ein bisschen Schiff mit dem. Über die Eisenbahnstrecke. Interessant, Krabben. Die haben wir noch nicht. Nice. Schön. Sehr, sehr schön. Ein Grund mehr, die Stadt zu nehmen. Die Panzerschiffe können uns nicht angreifen. Das sind Nahkampfeinheiten. Wir können den da auch stehen lassen, den MP. Wunderbar. Und er sollte auch nicht angegriffen werden. Ja. Den ziehe ich mal zurück. Mhm. Der soll erstmal wieder aushalten. Genau. Unsere Wall. Genau. Der kann da stehen bleiben, der MP. Erstmal. Der hat ja auch einen Bonus dann im Wald, falls jetzt der Barbar kommen sollte. Hier kommt eine Kavallerieeinheit vom Westen. Ui. Die ist schnell unterwegs. Dann ziehen wir den vielleicht hier in die Zitadelle rein. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Und dann sollten wir allerdings, klügerweise auch den Bautrupp hier abziehen. Der wird sonst erobert. Ja, ich glaube, der wird so oder so erobert werden, selbst wenn du wegziehst. Aber wenn wir den als Köder benutzen, dann könnte man danach die Kavallerie angreifen. Dann würde ich den einen Impi-Krieger, der auf den Zitronen steht, aber nochmal runterziehen, dass er sich mit um den... Typikim. Ich würde ihn gerne noch eine Runde weiter aussetzen lassen. Ach so, der ist am Heilen. Ach so, okay. Genau. Ja, dann lass ihn erstmal stehen. Der hat ja auch 3 Bewegungspunkte. Der sollte schnell vor Ort sein. Und den Tribok ziehen wir hier auch Richtung Osten, Richtung Bayra. Und von den Truppen, die hier alle stehen, da sollten wir vielleicht doch 1 oder 2 hier Richtung Norden schicken, hier zu dem Kavalleristen. Genau. Wohl erstmal ausheilen. Ne? Oh, Silvia Porto. Oh, liegt so ungeschützt da. Ja, aber ist halt ganz, ganz schwer erreichbar. Ja, das ist aber echt, das ist so wie so ein Zuckerstück, was man da hinstellt. Ja, also die würde ich gerne alle hier noch ein bisschen ausheilen lassen. Den nicht, den können wir hochschicken. Da müsste auch irgendwo noch unser Wundarzt stehen, ne? Den können wir hier auf den Bautrupp ziehen. Dann würden wir den schützen. Oder soll man den Bautrupp als Köder benutzen? Beides ist verlockend. Ja, komm. Hier hin. Köder. 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 Dann lassen wir den hier stehen und warten einfach ab. Genau. Und der hier, den lasse ich mal eine Runde noch ausheilen. Der halt auch eine Runde aus. Der Impi hier, der kann sich Richtung so schon langsam vorbewegen. Und ein Bautrupp, ich weiß es nicht. Ich fass es nicht. Die Plage dieses Zeitalters. Der soll hier schon mal eine Straße bauen. Der wird sowieso bombardiert werden, höchstwahrscheinlich. Weil die Stadt kein anderes Ziel hat. Unfassbar. Bautrupps ohne Ende. So, der sollte ja da stehen bleiben. Genau, Bereitschaft. Hier sind... Was ist das denn für eine Einheit neben dem Schützen? Das hier ein Entdecker, ein Erkunder, der Italiener. Ah, okay. So was Schickes haben wir leider nicht. Ich glaube, mit den Italienern haben wir
keinen Krieg, aber ich guck mal sicherheitshalber nach. Man kann da schon ich mal glaube nicht, sonst hätten die dich schon längst angegriffen. Ja, alles in Ordnung. Den ziehen wir auch Richtung so hoch. Oh, was war das jetzt? Der Impi hier. Der heilt alle. Genau, das ist ja unser Wundarzt. Dann ziehe ich mit dem hier hin. Nee, die heilen ja erstmal gar nicht. Die haben ja alle gerade gezogen. Die heilen aber sowieso oben. Nicht. Aber der Oberhalb. Heilt und der, genau. Genau, die in die Stadt rein. Ja. Genau. In die Stadt rein und eine Runde aussetzen. Der sollte, der kann da ausheilen. Ja. Jetzt noch ein Tribok. Den wollten wir auch Richtung... Und wie viele haben wir jetzt hier? Wir haben viele Triboks. Den ziehe ich mal hier hin. Hier hin? Ja, genau. Ja, da sollte er auch noch nicht angegriffen werden. Okay. Ja, allmählich schließt sich der Ring rund um Bayra. Bald werden wir angreifen. Ob das schon in der nächsten Folge sein wird, weiß ich nicht. Kommt auch drauf an, wie dieser Kavallerist, der da im Westen ist, wie viele Probleme der uns bereitet und vielleicht die himmlischen Heerscharen doch eventuell auf Seiten des Gegners eingreifen. Und wir wissen natürlich nicht, wie sich die tapfere Bevölkerung von Gaias Gaze, wie die sich in den Kampf schmeißen werden. Ob besonders stark, mit welchen besonderen Kniffen die vielleicht auch die Gegner an der Nase herumführen können. Vielleicht sind die auch in der Lage, den einen oder anderen Gegner in eine Liebesfalle zu locken, ihn zu bezirzen, um dann hinterrücks mit einem Speer zu erstechen. Das wäre genau. Doch eine feine Art der Kriegsführung. Genau den gleichen Gedanken hatte ich gerade auch. Mal gucken. Ihr seid auf jeden Fall dabei. In Gaias Gaze. Beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.